Seite, wo wir stehen, waren so U-förmige Hügel aufgeschüttet, wo die Flugzeuge dann innen gestanden sind. Und auf einem dieser Hügel waren eben wir alle versammelt und haben eben erwartet, wie die Maschine gekommen ist. Und wir wussten schon, wo die Maschine stehen bleibt, also am Stativ praktikabel. Ich habe diese Kamera mitgehabt, das ist ein schweres Drum gewesen. Und haben uns aufgestellt und haben gewartet, bis die Delegation rauskommt. Als erstes ist der Bundeskanzlerrat rausgekommen, feierlich, ruhig, in seinem Ort, wie er immer war. Die Leute waren sehr gespannt, jeder hat gewartet, was bringt er uns jetzt für Nachricht. Liebe Österreicher und Österreicherinnen, vor allem möchte ich meinen Dank sagen dem Herrgott, dass wir diese Stunde für Österreich erleben konnten. Wir werden, was wir in diesen 10 Jahren erhofft und erstrebt haben, frei sein. Von da aus ist dann die Delegation noch Veslauer in die Stadt hineingefahren zum Badplatz und wir sind natürlich mit den Rallen und zu Fuß sind wir da hinaufgefahren dann und Bundeskanzleringenieur Julius Raab hat dann hier auf dem Badplatz den Satz gesprochen, der bis heute verankert ist: Bad Veslau, die jüngste Stadt Österreichs, kann stolz darauf sein, dass ich von hier aus verkünde, Österreich wird frei. Und da waren wir dabei und haben sozusagen die Kulisse abgegeben für dieses Ereignis, das für Österreich von großer Bedeutung war, weil dadurch die 10-jährige Besatzung durch die Soldaten der Siegermächte beendet war. Auch in Baden wurde das Ereignis entsprechend gefeiert. Tausende Menschen, die ein dichtes Spalier gebildet haben, bereiten den Mitgliedern der Bundesregierung einen herzlichen Empfang. Das Interessanteste und Aktuellste aus allen Ländern der Erde. Die Wochenschau war eine Bildberichterstattung für die Kinos. Es hat damals noch kein Fernsehen gegeben. Die Leute wurden nur informiert über Radio und Zeitungen. Und die Wochenschau spielte in den österreichischen Kinos wöchentlich, einmal am Freitag, und die zeigte Bildberichte aus der ganzen Welt mit einem Österreich-Teil. Ich war für den Österreich-Teil verantwortlich und auch für den Versand dieser Österreich-Bilder in die ganze Welt. Neben Otto Pammers damaliger Kamera ist in der diesjährigen Ausstellung auf der niederösterreichischen Schallerburg auch ein Teilnachbau jenes russischen Flugzeugs zu sehen, mit der die österreichische Regierungsdelegation aus Moskau zurückgekommen war. Viele weitere Objekte sind Ergebnis einer groß angelegten Sammelaktion von Erinnerungsstücken aus dem Jahrzehnt nach Kriegsende. Frühjahr 1945. Deutsche Soldaten als Kriegsgefangene, amerikanische und sowjetische als Sieger an der Enns. Die Brücke über den Fluss wird ihre Funktion jahrelang nur eingeschränkt ausüben können. Wir hatten nicht umgefahren dürfen mehr. Drüben war der goldene Westen und bei uns war das arme Russland. Bei uns ist plündert worden und es ist nichts mehr da gewesen, was man früher gehabt hat. Nicht? Das hat circa ein halbes Jahr gedauert, bis die Leute einen Ausweis gehabt haben. Und dann hat man mit dem Ausweis dann umgekommen. Ohne Ausweis ist man nicht über die Brücke gekommen. Überhaupt, die Russen sind gekommen ohne Uhren. Und eine Uhr war eine Rarität. Und da war so, der hat gefragt, es geht kein Chance. Und da hat man auf die Uhr geschaut. Und dann hat er gesagt, du mir zeigen. Dann hast du ihm die Uhr gezeigt. Dann hat er es aufgemacht und gesagt, du passt schlecht. Kannst gehen. Nicht? Und bei den Amerikanern ist das Schlechte gewesen, wenn man umgekommen ist am Sonntag, dass man alle 14 Tage oder 3 Wochen dass sie einmal eine Entlausung gehabt haben und sind mit der DDT-Spritze gekommen. Kriegsende und Befreiung durch alliierte Soldaten haben, wie hier in Mauthausen,
Insbesondere die überlebenden Häftlinge in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern herbeigesehnt. Der vom Krieg erschöpften Bevölkerung galten die Worte von Bundeskanzler Leopold Figl im Dezember 1945. Ich kann euch zu Weihnachten nichts geben. Ich kann euch für den Christbaum, wenn ihr überhaupt einen habt, keine Kerzen geben. Kein Stück Brot, keine Kohle zum Heizen, kein Glas zum Einschneiden. Wir haben nichts. Ich kann euch nur bitten, glaubt an dieses Österreich. In Baden hatten die Sowjettruppen in Österreich ihr Hauptquartier. Das war ein Riesenhof. Und die Russen, also man haben da Wägen eingestellt gehabt und Vorräte wahrscheinlich oder dergleichen. Und eines Moments kommt also ein Russ zu mir. Ich habe da gespielt, also man gerade im Sand und so. Nimmt mich hoch und geht mit mir also in Richtung der Garagen da, der Magazine. Die Familie hat natürlich der Schlag gestraft, weil die haben geglaubt, also jetzt komme ich nach Sibirien und nie mehr zurück. Ne? Dann waren wir in dem Magazin, dort hat der Taschentuch aus dem Sack rausgenommen. Das war sicher benutzt, hat dort einen Zucker eingefüllt, hat das also zubunden wie so ein Jausenpackel, hat man das in die Hand gedruckt und hat mich wieder zurückgebracht. Und hat also man sich gefreut, also man, und wir haben uns auch gefreut, also man, weil wir einen Zucker gehabt haben. Ich kann mich noch erinnern, wie die ersten Russen gekommen sind, die haben ja furchtbar ausgeschaut, die waren ja, man kann sagen, Mongolen oder bärtig und schier. Und was mich so erinnern kann, haben die uns genommen und haben gesagt, ja, ich zu Hause auch. Malinka, glaube ich, heißt das. Ja. Der Krieg war zu Ende. Keineswegs aber der akute Mangel an Nahrungsmitteln und Brennmaterial. Besonders in den Großstädten war er durch die unmittelbaren Nachkriegswirren sogar verschärft worden. Hilfsmaßnahmen liefen erst allmählich an. Das ist ein sogenannter Sparherd oder auch Hausfreund. Den hat man gegen Kriegsende dann verwendet, weil so wenig Heizmaterial vorhanden war, um Speisen aufzuwärmen oder eben nicht den großen Ofen heizen zu müssen. Die hat man dann draufgestellt. Meine Mutter hatte einen, der war nur halb so groß. Das ist schon ein Nobelexemplar hier. Und zwar hat man die Sachen, die man, zum Beispiel bin ich mit meiner Mutter in den Prater gegangen, nach jedem größeren Windsturm und hab diese Dinge gesammelt und wir haben das dann so kleine Sachen benutzt, um damit zu heizen, weil es eben kein Heizmaterial gab. Man hat das Ganze, das hat da unten einen Abzug und da ist der Rauch hinein und die Frischluft dazu gekommen. Das hat man auf den großen Herd draufgestellt und hat die Ringe weggegeben, die Heizringe, und das war's. Im Juni 1947 kam es zu dem sogenannten Linksruck in Ungarn. Das heißt, offiziell hat dort die schon seit 1945 einflussreiche kommunistische Partei eigentlich die Macht übernommen. Und dieses Ereignis wurde von den oberösterreichischen Nachrichten kommentiert. Und ich habe dazu eine Zeichnung gemacht. Die Zeitung erhielt eine Drohung und eine Drohung der sowjetischen Besatzungsmacht aus dem ganzen Sektor Müllviertel, die Zeitung zu beschlagnahmen, wegen antisowjetischer Propaganda. Und der Chefredakteur wurde vom russischen Kommandanten nach Urfa vorgeladen. Und die Konsequenz, die unmittelbare, war dann, um abzuwenden, dass diese Beschlagnahme stattfindet, dass am nächsten Tag eine Erklärung veröffentlicht wird in den oberösterreichischen Nachrichten. Man bedauert, dass diese Karikatur durch ein verhängnisvolles Missverständnis ins Blatt gekommen ist und hat Vorsorge getroffen, die eine Wiederholung solcher Zwischenfälle nach menschlichen Ermessen ausschließen.
Und damit war die Sache zunächst für die Oberösterreichischen Nachrichten erledigt. Gott sei Dank auch für mich, denn ich bin dauernd da hin und her gefahren, weil ich ja schon in Wien mein Studium vorbereitet oder schon studiert habe eigentlich in Wien. Und habe also wirklich ein Riesenglück gehabt und meine Naivität war sicher groß, dann auch noch diese Karikatur voll zu signieren mit meinem Namen. Das ist ein Kleid aus der Nachkriegszeit, das aus amerikanischen Mehlsäcken genäht wurde, da es ja damals ziemlich wenig Stoff gegeben hat und außerdem war er teuer. So haben wir uns zusammen dann und haben bei der Nachbarin uns Kleider genäht. Und diese Kleider haben wir halt angehabt und haben uns eigentlich gar nicht geniert, dass rückwärts noch die Nummern vom Sack drauf sind, aber es war eben so. Es war trotz Waschen nicht möglich, die herauszubringen. Und beim nächsten Kleid sind leider die Druckknöpfe dann wieder herausgetrennt worden und der Reißverschluss, wenn wir es wieder braucht haben. Und so ist es halt dahingegangen. Das war ein Armreifen mit den neuen Bundesländern drauf, aus einem Metall, aus einem billigen, aber das war halt so. Und wir haben geglaubt, wir sind schön. So ist es. Ja. Wir haben natürlich auch Lockenwickler gebraucht, damit wir ein bisschen schöner sind. Und diese Lockenwickler hat ein Bekannter aus Dosen herausgestanzt. Das sind so ähnliche Dosen wie die gewesen, aber Weißblechdosen, die sind herausgestanzt worden, mit einem Gummiringel versehen und dann haben wir sie als Lockenwickler verwendet. Und diese Dose, das ist noch eine aus dem Care-Paket von den Amerikanern. Wie ich das erste Mal nach Tulln gekommen bin, waren da noch die Russen und meine Mutter hat mir das mitgegeben als eiserne Reserve und die habe ich bis heute noch nicht aufgebraucht. Mehrere Bezirke Wiens, Niederösterreich, das Burgenland und das oberösterreichische Mühlviertel waren sowjetisch besetzt. Plünderungen und Vergewaltigungen waren hier zahlreicher als in den westlichen Besatzungszonen. In der Breitnerstraße war also die Zentralkommandatur. Und dort hast du also man schon, in, was weiß ich, also man ab und zu die also Schreie gehört, dass man wo da sicher, dass man die ja, gezüchtigt also worden sind. Das, ne? Ja, also, so, also auf, und wo die gezüchtigt worden sind, was halt irgendwas angestellt haben. Oder ob sie die, ich weiß nicht, was gestohlen haben oder dergleichen oder sonst irgendwas, weiß ich ja nicht. Aber da hast du gehört, also man, dass die schon eine Strafe gekriegt haben. Es war den Russen schon wichtig, also man, dass da eine gewisse Ordnung geherrscht hat, soweit das möglich war. In ihrer Besatzungszone hatten die Sowjets zahlreiche Industrie- und Handelsbetriebe als ehemals deutsches Eigentum beschlagnahmt. Durch die russische Besatzung wurde hier stark die Kommunistische Partei forciert. Und da mussten wir auch die Zeitschriften verteilen, die kommunistischen Zeitschriften. Also die Ortschaften sind wir gefahren, haben die Zeitschriften verkauft. Und immer nach den Willen der leitenden Ingenieure, die kommunistisch gerichtet waren, haben wir sie müssen eingliedern. Waren Maiaufmärsche, die zwar Verpflichtung zum Maiaufmarsch, ne, mit der kommunistischen Fahne, ne, aber es, im Verhältnis ist das zwangslos gewesen. Auch die vor 1938 österreichischen Werften standen nun unter sowjetischer Verwaltung. Der Helios, das war ein DDSG-Expressschiff, war in Hamburg versenkt, wurde gehoben, nach Karneuburg gebracht. Und da wurde in 1937 ein elektrischer Aufzug errichtet, 1937. Und das Schiff wurde aufgezogen, herausgezogen und wurde ganz instand gesetzt und entsprechend also alles repariert. Und das war der Helios. Und dann haben wir halt sehr viele Reparaturen durch die Bombenschäden, was waren, das wurden alle hier gemacht. Und dann hat natürlich auch von der SCP die Neubauten, haben wir Seeleichter gebaut, 1000 Tonnen Seeleichter bis 250 Tonnen. Wir haben auch gebaut, die Rollfähre aus Karneuburg wurde gebaut. Wir haben auch für die DKW gebaut, ein kleines Schiff wurde gebaut und so. Aber unser Hauptaufträger war natürlich die Sowjetunion. Bei der sowjetischen Verwaltung, nicht nur in Karneuburg, waren auch Österreicher beschäftigt. Maximiliana Maximilianowna, wie sie genannt wurde, war eine von ihnen. Da gab es einen Kulturoffizier und da durfte ich eben diese Bibliothek eröffnen. Die war für die
Bevölkerung gratis stand sie zur Verfügung. Ich war natürlich hell, es gab ja draußen eine Schiffswerft. Und beim Einkauf der Bücher habe ich darauf Rücksicht genommen und habe natürlich viele technische Schiffshandbücher mir zugelegt, auch damit ich die Belegschaft der Schiffswerft zu mir reinkriege in die Bibliothek. Ja, das war seinerzeitige Tanz- und Gesangsensemble der Roten Armee, und die eigentlich in ganz Österreich, im russischen Teil von Österreich unterwegs waren, um eben für die Völkerfreundschaft Propaganda zu machen. Ich habe mich angefreundet und dann hat man mir immer wieder Wünsche entgegengebracht, als Vermittlung, so Arztwünsche zum Beispiel und so weiter. Und das hat sich so ergeben. In meiner freien Zeit, die ich hatte, neben meiner Tätigkeit als Bibliothekarin im sowjetischen Informationsdienst, konnte ich sie dann begleiten. Immer noch ging die Demarkationslinie quer durch Österreich, trennte die westlichen Besatzungszonen von der sowjetischen. 1949 durften immerhin die Teilnehmer an der Österreich-Radrundfahrt die Enzbrücke passieren, ohne den Identitätsausweis vorweisen zu müssen. Und zu einem nationalen Fest gestaltete sich der Transport der Pommerin aus Oberösterreich nach Wien. Am 9. Juni 1953, mehr als 8 Jahre nach Kriegsende, blieben die Schlagbäume endlich für immer oben. Mitten im Kalten Krieg kam es zu einer weltweit beachteten Zusammenarbeit alliierter Besatzungssoldaten in Österreich anlässlich des katastrophalen Hochwassers im Juli 1954. Die Situation war deswegen gefährlich, weil der Damm gebrochen ist. Wir waren auf Patrouille bei der Nacht und haben das entdeckt. Da haben wir sofort Alarm geschlagen. Da hat es geheißen, na ja, es ist jeder andere Damm noch da. Besteht keine Gefahr. Das Problem ist das gewesen, dass der Damm noch nie Wasser gehabt hat und dadurch war er durchlässig. Es war sofort höchste Alarmstufe gegeben. Die BH hat die Russen verständigt, die Amerikaner sind verständigt worden. Die waren schon unterwegs mit Sandsackeln daher, haben wir schon sehnsüchtig gewartet. Dann sind die Russen gekommen und die Amerikaner haben Steine geführt vom Steinbruch in Greifenstein. Und die wurde dann verfrachtet, zum Teil mit der Feuerwehr, zum Teil mit der Bevölkerung, dass der Damm verstärkt worden ist. Und nach ein paar Tagen ist Gott sei Dank das Wasser langsam zurückgegangen und dadurch hat sich die Situation entspannt. Wir waren erleichtert und heilfroh, dass wir die Katastrophe so halbwegs gut überstanden haben. 10 Jahre nach Kriegsende werden die jahrelangen Bemühungen österreichischer Politiker um die Unabhängigkeit des Landes zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. Und dann war dieses wirklich berührende Erlebnis von mir, dass ich das Gefühl hatte, jetzt filmst du was Historisches. Etwas, was eigentlich einmalig ist. Und wie ich dann die Kamera gehört habe, gesurrt hat, habe ich gesagt, so, jetzt hast du das erlebt. Und es war für mich also ein unbeschreiblich tolles Erlebnis. In allen multilateralen Verträgen ist es so, dass eine unterschreibende Seite, eine Signatarmacht, sagen wir, den Auftrag und die Bitte und auch die Ehre bekommt, dieses eine
Exemplar zu verwahren und für die anderen Kopien, beglaubigte Kopien herzustellen. Und das nennt man, das ist das Depositarrecht und auch die Depositarpflicht. Wenn es Fragen gibt wegen eines Beistriches, wegen irgendeines Wortes, das da oder dort vielleicht nicht drinnen ist, dann ist das das rechtsgültige Exemplar. Und daher muss Russland diesen Vertrag, solange er in Kraft ist, hüten wie einen Augapfel. Das ist die Pflicht Russlands. Hier hat man diese Pflicht großzügig ausgelegt und ich glaube auch Österreich zu seinem Jubiläum hier diese Ehrerbietung auch gemacht. Deshalb kann in der Ausstellung auf der Schallerburg das Original des Staatsvertrags erstmals außerhalb Russlands gezeigt werden. Österreich ist frei! Im Gefolge des Staatsvertrags wurden die unter sowjetischer Verwaltung gestandenen Betriebe der Republik Österreich zurückgegeben. An den Schiffen der DDSG wehte fortan wieder die rot-weiß-rote Fahne. Auch die Erdölindustrie im Raum Zistersdorf wurde der Republik zurückgegeben. Allerdings gegen die Verpflichtung Österreichs, 10 Millionen Tonnen Erdöl als Ablösesumme in die Sowjetunion zu liefern. Durch die Veränderung, durch die Übergabe, hat sich für uns Arbeiter und unsere Angestellten nichts verändert. Wir haben genauso die Arbeit so durchgeführt wie früher unter den Russen. Was sich da noch abgespielt hat, wie jeder aufgelöst war vor Freude. Also das hätte mir sehr leid getan, hier nicht dabei gewesen zu sein. Mein Mann und ich haben uns als Andenken für diesen Tag eine Kerze gekauft. Damals war sie rot-weiß-rot, das ist sie jetzt nicht mehr wirklich. Aber wir haben sie aufbewahrt, wie Sie sehen, bis heute. Am Jahresende habe ich dann immer einen Bericht bekommen, was wurde vom Österreich am meisten in der ganzen Welt gespielt. Und da war der Staatsvertrag eigentlich das zweite. Gewonnen hat in meiner Berichterstattung der Toni Seiler. Für die Menschen in Österreich freilich brachte dieser Tag die lang ersehnte Freiheit. Der Staatsvertrag wurde zum Grundstein für den Glauben an dieses Österreich. Die Situation war deswegen gefährlich, weil der Damm gebrochen ist. Wir waren auf Patrouille bei der Nacht und haben das entdeckt. Da haben wir sofort Alarm geschlagen. Da hat es geheißen, na ja, es ist jeder andere Damm noch da, besteht keine Gefahr. Das Problem ist das gewesen, dass der Damm noch nie Wasser gehabt hat und dadurch war er durchlässig. Es war sofort höchste Alarmstufe gegeben. Die BH hat die Russen verständigt, die Amerikaner sind verständigt worden. Die waren schon unterwegs mit Sandsackeln daher, haben wir schon sehnsüchtig gewartet. Dann sind die Russen gekommen und die Amerikaner haben Steine geführt vom Steinbruch in Greifenstein. Und die wurde dann verfrachtet, zum Teil mit der Feuerwehr, zum Teil mit der Bevölkerung, dass der Damm verstärkt worden ist. Und nach ein paar Tagen ist Gott sei Dank das Wasser langsam zurückgegangen und dadurch hat sich die Situation entspannt. Und wir waren erleichtert und heilfroh, dass wir die Katastrophe so halbwegs gut überstanden haben. 10 Jahre nach Kriegsende werden die jahrelangen Bemühungen österreichischer Politiker um die Unabhängigkeit des Landes zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. Und dann war dieses wirklich berührende Erlebnis von mir, dass ich das Gefühl hatte, jetzt filmst du was Historisches. Etwas, was eigentlich einmalig ist. Und wie ich dann die Kamera gehört habe, gesurrt hat,
habe ich gesagt, so, jetzt hast du das erlebt. Und es war für mich also ein unbeschreiblich tolles Erlebnis. Bei allen multilateralen Verträgen ist es so, dass eine unterschreibende Seite, eine Signatarmacht, sagen wir, den Auftrag und die Bitte und auch die Ehre bekommt, dieses eine Exemplar zu verwahren und für die anderen Kopien, beglaubigte Kopien herzustellen. Und das nennt man, das ist das Depositarrecht und auch die Depositarpflicht. Wenn es Fragen gibt wegen eines Beistriches, wegen irgendeines Wortes, das da oder dort vielleicht nicht drinnen ist, dann ist das. Weil der Damm gebrochen ist, wir waren auf Patrouille bei der Nacht und haben das entdeckt. Da haben wir sofort Alarm geschlagen. Da hat es geheißen, na ja, es ist jeder andere Damm noch da, besteht keine Gefahr. Das Problem ist das gewesen, dass der Damm noch nie Wasser gehabt hat. Und dadurch war er durchlässig. Es war sofort höchste Alarmstufe gegeben. Die BH hat die Russen verständigt, die Amerikaner sind verständigt worden. Die waren schon unterwegs mit Sandsackeln daher, haben wir schon sehnsüchtig gewartet. Dann sind die Russen gekommen und die Amerikaner haben Steine geführt vom Steinbruch in Greifenstein. Und die wurde dann verfrachtet, zum Teil mit der Feuerwehr, zum Teil mit der Bevölkerung, dass der Damm verstärkt worden ist. Und nach ein paar Tagen ist Gott sei Dank das Wasser langsam zurückgegangen und dadurch hat sich die Situation entspannt. Und wir waren erleichtert und heilfroh, dass wir die Katastrophe so halbwegs gut überstanden haben. 10 Jahre nach Kriegsende werden die jahrelangen Bemühungen österreichischer Politiker um die Unabhängigkeit des Landes zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. Und dann war dieses wirklich berührende Erlebnis von mir, dass ich das Gefühl hatte, jetzt filmst du was Historisches. Etwas, was eigentlich einmalig ist. Und wie ich dann die Kamera gehört habe, gesurrt hat, habe ich gesagt, so, jetzt hast du das erlebt. Und es war für mich also ein unbeschreiblich tolles Erlebnis. Bei allen multilateralen Verträgen ist es so, dass eine unterschreibende Seite, eine Signatarmacht, sagen wir, den Auftrag und die Bitte und auch die Ehre bekommt, dieses eine Exemplar zu verwahren und für die anderen Kopien, beglaubigte Kopien herzustellen. Und das nennt man, das ist das Depositarrecht, und auch die Depositarpflicht. Wenn es Fragen gibt wegen eines Beistriches, wegen irgendeines Wortes, das da oder dort vielleicht nicht drinnen ist, dann ist das das rechtsgültige Exemplar. Und daher muss... Oder dergleichen oder sonst irgendwas, weiß ich es ja nicht. Aber da hast du gehört, also ich mein, dass die schon eine Strafe gekriegt haben. Es war den Russen schon wichtig, also ich mein, dass da eine gewisse Ordnung geherrscht hat, soweit das möglich war. In ihrer Besatzungszone hatten die Sowjets zahlreiche Industrie- und Handelsbetriebe als ehemals deutsches Eigentum beschlagnahmt. Durch die russische Besatzung wurde hier stark die kommunistische Partei forciert. Und da mussten wir auch die Zeitschriften verteilen, die kommunistischen Zeitschriften. Also in die Ortschaften sind wir gefahren, haben die Zeitschriften verkauft. Und immer nach den Willen der leitenden Ingenieure, die kommunistisch gerichtet waren, haben wir sie müssen also eingliedern.
wenn meine Aufmärsche, die zwar Verpflichtung zum Mai-Aufmarsch, ne, mit der kommunistischen Fahne, ne, aber es, im Verhältnis ist das zwangslos gewesen. Auch die vor 1938 österreichischen Werften standen nun unter sowjetischer Verwaltung. Der Helios, das war ein DDSG-Expressschiff, war in Hamburg versenkt, wurde gehoben, nach Karneuburg gebracht. Und da wurde in 1937 ein elektrischer Aufzug errichtet, 1937. Und das Schiff wurde aufgezogen, herausgezogen und wurde ganz instand gesetzt und entsprechend also alles repariert. Und das war der Helios. Und dann haben wir halt sehr viele Reparaturen durch die Bombenschäden, was waren, das wurden alle hier gemacht. Und dann hat natürlich auch von der SCP die Neubauten, haben wir Seeleichter gebaut, 1000 Tonnen Seeleichter bis 250 Tonnen. Wir haben auch gebaut, die Rollfähre aus Karneuburg wurde gebaut. Wir haben auch für die DKW gebaut, ein kleines Schiff wurde gebaut und so. Aber unser Hauptaufträger war natürlich die Sowjetunion. Bei der sowjetischen Verwaltung, nicht nur in Karneuburg, waren auch Österreicher beschäftigt. Maximiliana Maximilianowna, wie sie genannt wurde, war eine von ihnen. Da gab es einen Kulturoffizier und da durfte ich eben diese Bibliothek eröffnen. Die war für die Bevölkerung gratis, stand sie zur Verfügung. Ich war natürlich hell, es gab ja draußen eine Schiffswerft. Und beim Einkauf der Bücher habe ich darauf Rücksicht genommen und habe natürlich viele technische Schiffshandbücher mir zugelegt, auch damit ich die Belegschaft der Schiffswerft zu mir reinkriege in die Bibliothek. Ja, das war das seinerzeitige Tanz- und Gesangsensemble der Roten Armee, und die eigentlich in ganz Österreich. Christlichen Fahne, ne? Aber es, im Verhältnis ist das zwangslos gewesen. Auch die vor 1938 österreichischen Werften standen nun unter sowjetischer Verwaltung. Der Helios, das war ein DDSG-Expressschiff, war in Hamburg versenkt, wurde gehoben, nach Karneuburg gebracht. Und da wurde in 1937 ein elektrischer Aufzug errichtet, 1937. Und das Schiff wurde aufgezogen, herausgezogen und wurde ganz instand gesetzt und entsprechend alles repariert. Und das war der Helios. Und dann haben wir halt sehr viele Reparaturen durch die Bombenschäden, was waren, das wurden alle hier gemacht. Und dann hat natürlich auch von der SCP die Neubauten, haben wir Seeleichter gebaut, 1000 Tonnen Seeleichter bis 250 Tonnen. Wir haben auch gebaut, die Rollfähre aus Karneuburg wurde gebaut. Wir haben auch für die DKW gebaut. Ein kleines Schiff wurde gebaut und so. Aber unser Hauptaufträger war natürlich die Sowjetunion. Bei der sowjetischen Verwaltung, nicht nur in Karneuburg, waren auch Österreicher beschäftigt. Maximiliana Maximilianowna, wie sie genannt wurde, war eine von ihnen. Da gab es einen Kulturoffizier und da durfte ich eben diese Bibliothek eröffnen. Die war für die Bevölkerung gratis, stand sie zur Verfügung. Ich war natürlich hell, es gab ja draußen eine Schiffswerft und beim Einkauf der Bücher habe ich darauf Rücksicht genommen und habe natürlich viele technische Schiffshandbücher mir zugelegt, auch damit ich die Belegschaft der Schiffswerft zu mir reinkriege in die Bibliothek. Ja, das war das seinerzeitige Tanz- und Gesangsensemble der Roten Armee und die eigentlich in ganz Österreich, im russischen Teil von Österreich unterwegs waren, um eben für die Völkerfreundschaft die Propaganda zu machen. Ich habe mich angefreundet und dann hat man mir immer wieder Wünsche entgegengebracht, als Vermittlung, so Arztwünsche zum Beispiel und so weiter. Und das hat sich so ergeben. In meiner freien Zeit, die ich hatte, neben meiner Tätigkeit als Bibliothekarin im sowjetischen Informationsdienst, konnte ich sie dann begleiten.
Immer noch ging die Demarkationslinie quer durch Österreich, trennte die westlichen Besatzungszonen von der sowjetischen. Ich meinem Dank sagen dem Herrgott, dass wir diese Stunde für Österreich erleben konnten. Wir werden, was wir in diesen 10 Jahren erhofft und erstrebt haben, frei sein. Von da aus ist dann die Delegation nach Veslau in die Stadt hineingefahren zum Badplatz und wir sind natürlich mit den Rauen und zu Fuß sind wir da hinaufgefahren dann und Bundeskanzleringenieur Julius Raab hat dann hier auf dem Badplatz den Satz gesprochen, der bis heute verankert ist: Bad Veslau, die jüngste Stadt Österreichs, kann stolz darauf sein, dass ich von hier aus verkünde, Österreich wird frei. Und da waren wir dabei und haben sozusagen die Kulisse abgegeben für dieses Ereignis, das für Österreich von großer Bedeutung war, weil dadurch die 10-jährige Besatzung durch die Soldaten der Siegermächte beendet war. Auch in Baden wurde das Ereignis entsprechend gefeiert. Tausende Menschen, die ein dichtes Spalier gebildet haben, bereiten den Mitgliedern der Bundesregierung einen herzlichen Empfang. Das Interessanteste und Aktuellste aus allen Ländern der Erde. Die Wochenschau war eine Bildberichterstattung für die Kinos. Es hat damals noch kein Fernsehen gegeben. Die Leute wurden nur informiert über Radio und Zeitungen. Und die Wochenschau spielte in den österreichischen Kinos wöchentlich, einmal am Freitag, und die zeigte Bildberichter aus der ganzen Welt mit einem Österreich-Teil. Ich war für den Österreich-Teil verantwortlich und auch für den Versand dieser Österreich-Bilder in die ganze Welt. Neben Otto Pammers damaliger Kamera ist in der diesjährigen Ausstellung auf der niederösterreichischen Schallaburg auch ein Teilnachbau jenes russischen Flugzeugs zu sehen, mit der die österreichische Regierungsdelegation aus Moskau zurückgekommen war. Viele weitere Objekte sind Ergebnis einer groß angelegten Sammelaktion von Erinnerungsstücken aus dem Jahrzehnt nach Kriegsende. Frühjahr 1945. Deutsche Soldaten als Kriegsgefangene, amerikanische und sowjetische als Sieger an der Enns. Die Brücke über den Fluss Enns, Niederösterreich, das Burgenland und das oberösterreichische Mühlviertel waren sowjetisch besetzt. Plünderungen und Vergewaltigungen waren hier zahlreicher als in den westlichen Besatzungszonen. In der Breitnerstraße war also die Zentralkommandatur. Und dort hast du also man schon in, was weiß ich, also man ab und zu die also Schrei gehört, dass man wo da sicher, dass man die gezüchtigt worden sind. Das, ne? Ja, also und wo die gezüchtigt worden sind, was halt irgendwas angestellt haben. Oder ob sie, ich weiß nicht, was gestohlen haben oder dergleichen oder sonst irgendwas, weiß ich es ja nicht. Aber da hast du gehört, also man, dass die schon eine Strafe gekriegt haben. Es war den Russen schon wichtig, also man, dass da eine gewisse Ordnung geherrscht hat, soweit das möglich war. In ihrer Besatzungszone hatten die Sowjets zahlreiche Industrie- und Handelsbetriebe als ehemals deutsches Eigentum beschlagnahmt. Durch die russische Besatzung wurde hier stark die kommunistische Partei forciert. Und da mussten wir auch die Zeitschriften verteilen, die kommunistischen Zeitschriften. Also die Ortschaften sind wir gefahren, haben wir die Zeitschriften verkauft. Und immer nach den Willen der leitenden Ingenieure, die kommunistisch gerichtet waren, haben sie müssen also eingliedern. Waren Maiaufmärsche, die zwar Verpflichtung zum Maiaufmarsch, ne, mit der kommunistischen Fahne, ne, aber es, im Verhältnis ist das zwangslos gewesen. Auch die vor 1938 österreichischen Werften standen nun unter sowjetischer Verwaltung. Der Helios, das war ein DDSG-Expressschiff, war in Hamburg versenkt, wurde gehoben, nach Karneuburg gebracht
Und da wurde in 1937 ein elektrischer Aufzug errichtet, 1937. Und das Schiff wurde aufgezogen, herausgezogen und wurde ganz instand gesetzt und entsprechend also alles repariert. Und das war der Helios. Und dann haben wir halt sehr viele Reparaturen durch die Bombenschäden, was waren, das wurden alle hier gemacht. Und dann hat natürlich auch von der SEB die Neubauten, haben wir Seeleichter gebaut, 1000 Tonnen Seeleichter bis 250 Tonnen. Wir haben auch gebaut, die Rollfähre aus Karneuburg wurde gebaut. Wir haben auch für die DKW gebaut, ein kleines Schiff wurde gebaut und so. Aber unser Hauptaufträger war natürlich die Sowjetunion. Bei der sowjetischen Verwaltung, nicht nur in Karneuburg, waren auch Österreicher beschäftigt. Maximiliana Maximilianowna, wie sie genannt wurde, war eine von ihnen. Da gab es einen Kulturoffizier und da durfte ich eben diese Bibliothek eröffnen. Die war für die Bevölkerung gratis, stand sie zur Verfügung.